Nachdem wir uns im ersten Teil angesehen haben, dass wir mit elektromagnetischen Wellen im Bereich der Rundfunkwellen fast jeden Punkt der Erde erreichen können, geht es jetzt darum, wie wir sie zur Informationsübertragung nutzen können. Die Frage, warum ich mich heute nur auf die Amplitudenmodulation beschränke, kann sich jeder beantworten, wenn er sich die Länge des Videos ansieht. Obwohl es nur um die Grundlagen dieser Technik geht, kann man das nicht einfach mal in 3 Minuten erklären. Zumindest nicht für jemanden, der davon noch nicht allzu viel gehört hat. Also einfach mal die nächsten rund 20 Minuten zurücklehnen und das Ganze über sich ergehen lassen. Hallo und herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Das Aussenden einer Rundfunkwelle allein beinhaltet ja noch keine Information. Natürlich könnte man vorher vereinbaren, wenn der Sender aktiv ist, dann mache irgendetwas. Aber das war's dann auch. Wir wollen aber Sprache, Musik, digitale Signale oder Ähnliches übermitteln. Dazu müssen wir der elektromagnetischen Welle unsere Information aufprägen. Die Welle dient nur als Transportmittel. Man nennt das Modulation, das kommt von Modulatio, was so viel heißt wie Takt oder Rhythmus. Wir verändern also eine oder mehrere Eigenschaften unserer Trägerwelle im Takt der zu übertragenen Nachricht. Beim Empfänger kann man dann aus diesen Änderungen auf die Originalinformation schließen. Man trennt also die Information wieder von der Trägerwelle. Das nennt man Demodulation. Im Grunde genommen gibt es 3 Eigenschaften der Trägerwelle, die wir im Takt unserer Nachricht verändern können. Da wäre als erstes die Stärke, also die Amplitude der Welle. Die zweite Möglichkeit ist, die Frequenz der Welle entsprechend der Information zu ändern. Oder wir verändern die Phasenlage der Welle. Die erste und technisch einfachste Möglichkeit ist die Amplitudenmodulation. Darum soll es heute gehen. Die einfachste Art, über die Amplitude eine Information zu übermitteln, ist, den Träger einfach in einem bestimmten Rhythmus ein- und auszuschalten. Zum Beispiel im Takt des Morse-Codes. Die dazu notwendige Technik ist denkbar einfach. Obwohl das die erste Art der elektronischen Nachrichtenübertragung war, hat sie doch schon einen sehr digitalen Charakter. Wir wollen aber auch Audiosignale mithilfe der Modulation übertragen. Angenommen, wir modulieren unseren Träger mit einer einfachen Sinusschwingung. Dann sollte das Ergebnis so aussehen. Die Ausschläge der Trägerfrequenz ändern sich mit dem Sinussignal. Wie stark die Amplitude sich mit dem Signal ändert, nennt man Modulationsgrad. Wenn die Amplitude bis auf 0 absinkt, ist der größte Modulationsgrad 1 erreicht. Meist treibt man es in der Praxis aber nicht so weit. Der Modulationsgrad hier liegt bei etwa 0,5. Wie funktioniert das technisch? Naheliegend wäre vielleicht, die Signale wie bei einem Mischpult einfach zusammenzuführen. Beide Signale werden im Prinzip addiert. Wenn man aber mal beide Schwingungen Punkt für Punkt addieren würde, käme so eine Kurve dabei heraus. Als Beweis habe ich mal eine höherfrequente Schwingung und ein Dreiecksignal über einen Addierer mit Operationsverstärker geschickt. Und das kam dabei heraus. Anstelle der Amplitude ändert sich nur die Lage der Trägerschwingung gegenüber der Nulllinie. Um eine echte Amplitudenmodulation zu bekommen, müssen aus mathematischer Sicht beide Schwingungen multipliziert werden. Und wenn wir schon bei der Mathematik sind, dann sehen wir uns mal an, was passiert, wenn man 2 Sinus- oder Cosinus-Schwingungen multipliziert. Omega t und Omega m sind die Winkelfrequenzen der Träger- und der Modulationsfrequenz. Neben der Trägerwelle entstehen jetzt 2 neue Schwingungen, einmal die Summe und einmal die Differenz beider Frequenzen. Angenommen, unsere Trägerfrequenz liegt bei 500 kHz und wir modulieren mit einem 1 kHz Ton. Dann entstehen 2 neue Frequenzen an beiden Seiten der Trägerwelle, bei 501 kHz und bei 500 minus 1, also 499 kHz. Audiosignale sind ein Gemisch aus verschiedenen Frequenzen, deshalb entstehen 2 Seitenbänder oberhalb und unterhalb des Trägers. Unser Rundfunksignal belegt also nicht nur eine einzige Frequenz, sondern ein Frequenzband. Die Breite hängt von der höchsten zu übertragenden Modulationsfrequenz ab. Der Abstand zweier benachbarter Sender muss so groß sein,
wie die Bandbreite, damit sie sich nicht stören. Um möglichst viele Sender unterzubringen, wurde die Bandbreite in den meisten Ländern bei Lang- und Mittelwellensendern auf 9 kHz begrenzt. Das bedeutet, die höchste zu übertragende Frequenz liegt bei 4,5 kHz. Höhere Frequenzen werden ausgefiltert. Weil die Filterkennlinien nicht unendlich steil sind und in etwa so aussehen, beginnt die Dämpfung des Audiosignals aber schon bei niedrigeren Frequenzen. Darum ist die Übertragungsqualität nicht besser als die von alten Telefonen. Für Sprache ausreichend, aber gruselig für Musikliebhaber. Wer vorhat, sich für seinen alten Rundfunkempfänger einen eigenen Sender zu bauen, den er dann natürlich per Kabel an den Antennenanschluss anschließt, der muss sich an diese Beschränkung nicht halten. Allerdings ist die Bandbreite der Schwingkreise im Empfänger auch begrenzt, um Nachbarsender besser zu unterdrücken. Um mit amplitudenmodulierten Sendern HiFi-Qualität zu übertragen, müssten auch die Empfänger angepasst werden. Im Kapitel 3 zum Operationsverstärker haben wir gesehen, dass es nicht so einfach ist, einen Multiplikator umzusetzen. Inzwischen gibt es integrierte Schaltkreise, die das erledigen. Ich will kurz drei Möglichkeiten zeigen, ein amplitudenmoduliertes Signal zu erzeugen. Eine gängige Methode ist, beide Frequenzen zunächst zu addieren, wie vorhin gezeigt. Danach verzerrt man das Signal über ein Bauelement mit einer nichtlinearen Kennlinie, zum Beispiel eine Halbleiterdiode oder wie hier die Basisemitterdiode eines Transistors. Dabei entstehen auch immer Mischprodukte der Schwingung. Allerdings ergibt das keine saubere Multiplikation. Es entstehen auch eine Menge ungewollter Oberwellen und auch die originale Modulationsfrequenz bleibt erhalten. Die müssen dann anschließend über einen Bandpass ausgefiltert werden. Das erledigt der Schwingkreis am Ausgang, der nur das gewünschte Frequenzband durchlässt. Über die beiden Koppelkondensatoren an der Basis werden die Hoch- und die Niederfrequenz zusammengeführt. Es entsteht das typische Additionsbild. Im Spektrum finden sich nur zwei Frequenzen. Die Modulationsfrequenz von 1 kHz und die Trägerfrequenz. Die Kurve am Ausgang sieht ohne Schwingkreis so aus. Im Spektrum findet sich ein Sammelsurium an Frequenzen. Der Schwingkreis macht daraus das amplitudenmodulierte Signal, das wir brauchen. Im Frequenzspektrum gibt es jetzt nur noch den Träger und die Summen- und Differenzfrequenz. Die Oberwellen und die originale Modulationsfrequenz fehlen jetzt. Möglichkeit Nummer 2, zwei Signale miteinander zu multiplizieren, die aber heute nicht mehr oft genutzt wird, ist der Diodenringmodulator. Er besteht aus zwei symmetrischen Übertragern mit Anzapfung und vier möglichst gleichen Dioden. Je nach Polarität der Trägerschwingung werden entweder die Dioden 1 und 2 oder die Dioden 3 und 4 leitend. Das führt zu einer Umpolung des Modulationssignals und damit zu einem solchen Ausgangsspannungsverlauf. Im Gegensatz zu unserer ersten Schaltung tritt am Ausgang weder das Trägersignal noch die Modulationsfrequenz auf, sondern nur die beiden Seitenfrequenzen bzw. Seitenbänder. Allerdings gibt es auch wieder Oberwellen, die durch einen Tiefpass ausgefiltert werden müssen. Solche Ringmodulatoren sind recht aufwendig und lassen sich schlecht miniaturisieren. Integrierte Schaltungen funktionieren deshalb meist nach dem Prinzip der Gilbert-Zelle. Grundlage sind drei Differenzverstärker. Die beiden oberen Verstärker sind über Kreuz mit den Kollektorwiderständen verbunden. Transistor 5 und 6 dienen als Stromquelle für die beiden oberen Differenzverstärker. Mit jeder Halbwelle des Trägersignals wird zwischen T5 und T6 umgeschaltet. Mit der Niederfrequenz werden abwechselnd Transistor 1 und 4 oder 2 und 3 leitend. Das Ergebnis ist das gleiche wie beim Ringmodulator und das Signal wird zwischen den beiden Kollektorwiderständen abgegriffen.
Bei der Zweiseitenbandmodulation, wie sie beim Rundfunk üblich war, ist die Energiebilanz nicht besonders gut. Die meiste Sendeenergie geht in die Trägerwelle. Bei voller Aussteuerung, also einem Modulationsgrad von 1, gehen 2/3 der Senderleistung in den Träger. Der Rest verteilt sich auf die beiden Seitenbänder, also je 1/6 der Energie. Bei geringerem Modulationsgrad sind die Verhältnisse noch schlechter. Um die Sendeleistung besser zu nutzen, entwickelte man Varianten mit abgesenktem oder unterdrücktem Träger. Die Information des Signals steckt ausschließlich in den Seitenbändern. Der Träger selbst enthält keine Information. Die Amateurfunker und einige Kurzwellenfunkdienste gehen noch einen Schritt weiter. Eigentlich reicht zur Informationsübertragung ein Seitenband völlig aus. Das andere ist nur die Spiegelung und enthält die genau gleiche Information. Deshalb kann man das auch unterdrücken und die volle Sendeenergie auf ein Seitenband konzentrieren. Kleiner Nebeneffekt, die Bandbreite des Senders wird geringer. Für die Ausfilterung des zweiten Seitenbandes sind sehr selektive Filter notwendig, da man sonst die unteren Modulationsfrequenzen des zu übertragenden Seitenbandes zu stark dämpft. Das ist auch der Grund, warum man beim analogen Fernsehen die sogenannte Restseitenbandmodulation anwendete. Um sich teure, aufwendige Filter zu sparen, setzt die Dämpfung des Filters später ein. Und es wird ein Teil des zweiten Seitenbandes sowie der abgesenkte Träger mit übertragen. So ist sichergestellt, dass niedrige Bildfrequenzen nicht zu stark gedämpft werden. Übrigens, um die hohen Bildfrequenzen übertragen zu können, lag die Bandbreite eines analogen Fernsehsenders bei etwa 5 MHz. Jetzt dürfte klar sein, warum analoges Fernsehen auf der Mittelwelle nicht funktioniert hätte. Ein einzelner Fernsehsender belegt einen Frequenzbereich, der größer ist als die Lang- und Mittelwelle zusammen. Die Demodulation hängt natürlich von der gewählten Modulationsart ab. Beginnen wir mit unserer einfachsten Variante der Morse-Telegrafie mit getastetem Träger. Beim Sender wird kein Tonsignal aufmoduliert, weshalb nur eine Frequenz abgestrahlt wird. In einem normalen Rundfunkempfänger, der für zwei Seitenbandmodulationen ausgelegt ist, hört man nur ein getaktetes Rauschen, das sich etwa so anhört. Um daraus Morsetöne zu machen, braucht der Empfänger als Erweiterung einen Hochfrequenzoszillator, dessen Frequenz etwas von der Empfangsfrequenz abweicht. Beide Signale werden gemischt und was dabei herauskommt, wissen wir. Eine Summenfrequenz, die etwa bei der doppelten Trägerfrequenz liegt und unterdrückt wird. Und eine Differenzfrequenz, die als Ton immer dann hörbar wird, wenn der Träger gesendet wird. Der etwas größere Aufwand beim Empfänger hat als Vorteil den einfacheren Aufbau des Senders und man kann die Tonhöhe im Empfänger individuell einstellen. Recht einfach ist dagegen die Demodulation eines Rundfunksignals mit zwei Seitenbändern. Bei unserer aufgenommenen amplitudenmodulierten Welle ändert sich zwar im Takt der Modulationsfrequenz die Spannung, aber gleichzeitig in positive und negative Richtung. Die Differenz ist 0 und lässt sich so nicht auswerten. Deshalb wird die Spannung einfach gleichgerichtet. Damit verschwindet eine Halbwelle. Ein einfacher Kondensator glättet die pulsierende Spannung und entfernt so den Hochfrequenzanteil. Das ist ähnlich wie beim Ladekondensator nach einem Gleichrichter im Netzteil. Übrig bleibt die Hüllkurve der amplitudenmodulierten Welle, also die aufmodulierte Niederfrequenz. Hier kann man nochmal den Weg des Signals nachverfolgen. Erst die Addition, dann das herausgefilterte amplitudenmodulierte Signal und nach der Demodulation kommt wieder die Niederfrequenz zum Vorschein. Das Ausfiltern der Hochfrequenz mit nur einem Kondensator funktioniert hier nicht ganz optimal, weil die Frequenzen nicht allzu weit auseinander liegen. Wir geben das Signal im Grunde genommen wieder auf ein Bauelement mit einer nichtlinearen Kennlinie, auf eine Diode. Man könnte die Demodulation also auch als erneute Modulation verstehen.
Die amplitudenmodulierte Schwingung wird mit sich selbst moduliert. Aus der Trägerfrequenz und den Frequenzen aus den Seitenbändern entstehen wieder Summen- und Differenzfrequenzen. Und die Differenz entspricht ja genau dem ursprünglichen Modulationssignal. Daraus ergibt sich, dass die Demodulation eines Signals mit unterdrücktem Träger so nicht funktioniert, egal ob zwei oder nur ein Seitenband gesendet wird. Das bedeutet, zur Demodulation muss im Empfänger der Träger über einen Oszillator zunächst mal wiederhergestellt werden. Wichtig ist dabei, dass der Oszillator möglichst genau mit der richtigen Frequenz schwingt. Abweichungen würden sich als Tonhöhenverschiebungen bemerkbar machen und die Verständlichkeit verringern. Liegt die Oszillatorfrequenz zu dicht am empfangenen Seitenband, klingt die Sprache eher dumpf und brodelnd. Ist der Abstand zu groß, klingt es eher näselnd oder zischend. Auch hier habe ich mal ein Klangbeispiel. Kein Nationalgefühl, sondern das ist ja Also sprich, zweite Bundesliga. Also insofern passt schon alles. In diesem Sinne, Manfred. Der Schwingkreis im Oszillator muss also den Empfangsschwingkreis immer genau nachgeführt werden. Ein weiterer Nachteil der trägerlosen Übertragung ist, dass die automatische Verstärkungsregelung im Empfänger nicht funktioniert, da sie sich an der Stärke des Trägers orientiert. Für eine funktionierende Demodulation muss gewährleistet werden, dass der Träger immer stärker als die Seitenbandsignale ist. Was sind die Stärken und Schwächen der Amplitudenmodulation? Hauptvorteil ist der geringere Schaltungsaufwand. Ein Empfang ist kostengünstig und mit recht einfachen Mitteln möglich. Die Bandbreite ist gegenüber der Frequenzmodulation kleiner, wodurch eine höhere Senderdichte möglich ist. Außerdem bleibt die Nachricht auch bei kleinem Signalrauschabstand immer noch einigermaßen verständlich. Deshalb verwendet man Amplitudenmodulation bei wichtigen Sprechfunkdiensten wie beim Flugfunk. Die Energiebilanz ist bei AM-Sendern nicht besonders gut. Verbesserungen müssen mit erhöhtem technischen Aufwand erkauft werden. Eine effektive Rauschunterdrückung ist bei AM-Signalen nur schwer möglich. Die schlechte Übertragungsqualität ist nicht technisch bedingt. Vielmehr wurde der Frequenzgang aufgrund von Vereinbarungen beschnitten. Und zuletzt erzeugen elektromagnetische Störungen durch Wetterphänomene wie Blitze oder durch Funken an elektrischen Schaltern stark amplitudenmodulierte Schwingungen, die dann als kräftiges Knistern oder Krachen zu hören sind. Das war ein etwas umfassenderer Einstieg in das Thema Modulation. Für den dritten Teil steht das Thema Frequenzmodulation an, wozu ich euch dann wieder einlade. Wer bis zum Schluss durchgehalten hat, der kann ja mal seine Meinung zu dem Video in den Kommentaren hinterlassen.